Frau Pacher, Sie hatten im Jahr 1993 ein spirituelles Erlebnis und später unter anderem auch Nachtodkontakte mit Ihrem verstorbenen Mann. Sprechen wir zuerst über das spirituelle Erlebnis von 1993. Wie haben Sie das wahrgenommen? Ja, wie habe ich das wahrgenommen? Also es fing an oder ausgelöst durch ein Konzert, das wir besucht haben. Erst hier in Berlin, was negativ belastet war, weil wir uns dort sehr gestritten hatten, hat mein Mann dann alles dran gesetzt, das zu organisieren, dass wir dieses Konzert also nochmal besuchen können in München. War also alles ganz geheim, ich wusste von nichts. Ich habe also erst auf dem Weg zum Konzert erfahren, wo es überhaupt hingeht. Und im Konzert selber in der Olympiahalle war es dann plötzlich so, dass also alle anwesenden Menschen scheinbar verschwunden sind, also in meiner Wahrnehmung. Und ich also nur noch umhüllt war von Liebe, also von einer absolut bedingungslosen Liebe. Und ja, also es war ein kompletter Flow. Es gab da nur noch mein Mann, mich und den Interpreten und sonst nichts weiter. Und das hielt also das ganze Konzert an, das hielt danach noch an, dass ich also auch, als wir dann mit der S-Bahn später nach Hause gefahren sind, die anderen Menschen, also in so einer, ja, wie soll ich es beschreiben, also so liebevoll wahrgenommen habe und auch wahrgenommen habe, dass zwischen der Essenz von meinem Gegenüber und mir überhaupt kein Unterschied ist. Also wohl schon in der Form, aber dass wir in der Essenz alle dasselbe sind und dass einfach alles aus der Liebe geboren ist und dass es überhaupt keine Unterschiede gibt, dass alles miteinander verbunden ist. Und dass es also sowas wie den Tod oder so überhaupt nicht gibt. Das einfach, es ist einfach alles immer präsent. Und das hielt sich halt eine ganze Zeit, dieses Gefühl. So ungefähr 3 Monate oder so war ich also ständig in diesem Flow. Ich habe also nebenbei die Familie versorgt, wobei, aber ich muss noch dazu sagen, diese Person hier war irgendwie nicht präsent. Also es hat funktioniert, es hat gemuttert, sage ich mal, wenn ich die Kinder versorgt habe. Ich meine, ich habe auch reagiert, wenn ich angesprochen worden bin mit Namen, aber die Identifikation mit dieser Person hier, die war überhaupt nicht vorhanden. Die war weg. Ja, das Ganze hielt also ungefähr 3 Monate an und dann ging das wie so ein Vorhang schön langsam wieder zu und dann lebte ich halt mein Leben ganz normal weiter, wie vorher auch. Bis zum Jahr 2016, als sich mein Mann das Leben genommen hat. Dann war natürlich erstmal der Worst Case und mit meinem Wissen im Hintergrund, dass ja nichts stirbt und dass ich habe es nicht verstanden, warum ich trotz alledem jetzt zum Beispiel so leide. Warum, wenn doch das Wissen da ist, dass wir unsterblich sind und warum ich nach dem Tod meines Mannes so gelitten habe. Ich habe es einfach überhaupt nicht verstanden. Ich habe es nicht zusammengebracht. Es hat also sehr lange gedauert. Bis ich mich dann erinnert habe, dass halt auch bei dieser Erfahrung, die ich 93 machen durfte, dass es da auch darum ging, dass wir im Prinzip alle, also göttliche Wesen sind, also in der Essenz, wir sind im Prinzip diese Gottesessenz, die aber alles ist. Und wir kommen hier auf die Erde, um die Erfahrung zu machen, diese Erfahrung zu machen von diesem Sein. Also wenn ich jetzt also Gott ist ja alles. Und nehmen wir mal an, jetzt zum Beispiel, Gott ist 1,50, dann weiß Gott nicht, wie es ist, 1,50 zu sein, wenn er nicht das Gegenüber hat, der meinetwegen 1,80 ist. Also es braucht die Polarität, um zu erfahren, was wir sind. Deswegen sind wir hier auf der Erde, machen hier Erfahrungen, um halt Liebe zu erfahren, Trauer zu erfahren. Also diese ganze Bandbreite an Emotionen. So, und das fiel mir dann halt wieder ein,
dass also eben auch diese ganze Trauer und so, dass die halt hier gefühlt werden möchte. Selbst wenn es jetzt halt so ist, dass wir unsterblich sind, ist aber trotzdem die Trauer eine von ja, unzähligen Emotionen, die einfach gefühlt werden möchten. Und dass man da einfach durchgehen darf, ja, um das einfach in sein Erfahrungsspektrum zu bringen. So, dann wurde das also etwas leichter. Und als ich dann also diese Erkenntnis hatte, dann sind mir also ziemlich viele Geschenke gemacht worden in Form von Nachtoderfahrungen. Wobei mir fällt gerade noch ein, in der Sterbenacht meines Mannes, er ist also einen Tag vorher weggefahren, und in der Sterbenacht meines Mannes, ich hörte ihn also mehrfach, meinte ich, durch die Wohnung laufen. Bin also dreimal in der Nacht aufgestanden, weil ich dachte, jetzt ist er da, jetzt ist er gekommen. Er war aber nicht da. Und ich habe ihn also wirklich so deutlich gehört, die Dielen haben geknarrt, also als wenn er halt durchläuft, aber eben nicht körperlich. Das war das Erste. Das Zweite war dann, nachdem also diese Erkenntnis da war, dass halt diese Emotionen alle gefühlt werden möchten, dass ich irgendwann dann in unser Schlafzimmer ging und ihn wirklich für einen Bruchteil einer Sekunde auf dem Bett habe sitzen sehen, so wie ich sie jetzt sehe. Also komplett deutlich in körperlicher Form saß er da und hat mich angeguckt, und dann war natürlich mit dem nächsten Augenblinzeln war es weg. Und am Anfang dachte ich erst noch, ja, das bildest du dir ein, das ist deine überbordende Fantasie und hättest du gerne. Und dann merkte ich aber, wenn ich also wenn ich dem Verstand, der im Prinzip das anzweifelt, und wenn ich dem vordergründig Raum gebe, dass ich mich dann total schlecht fühle. Und wenn ich aber sage, ja, und wenn ich meiner Seele im Prinzip zuhöre und meine Seele will immer das Beste für mich, und sage, ja, okay, das ist jetzt so, du hast ihn da wirklich sitzen sehen, und dann war da Frieden. Und es kamen noch so viele andere Sachen. Es kamen Anrufe auf den Anrufbeantworter. Den habe ich abgehört. Der hat geklungen, als wenn ich einen Anruf vom Mond kriege. Und es war eindeutig, die Stimme meines Mannes darauf zu hören. Der also dreimal nur so fragend, Hallo, Hallo, sagte. Dann Rosen zum Beispiel. Ich habe dann Blumen, was weiß ich, zum Todestag, zum Geburtstag und so weiter. Und diese Rosen zum Beispiel, die sind in voller Blüte im Wasser stehend vertrocknet. Ich habe die heute noch stehen. Die sind komplett aufgeblüht, im Wasser stehend vertrocknet. Durch die Bank. Alle Blumen, die ich gekauft habe im ersten Jahr. Und einen Blumenstrauß hatte ich, der war ebenfalls vertrocknet, in voller Blüte, und fing von unten wieder an, quasi auszutreiben, wie so ein Rosenbusch im Garten. Und da hat mein Mann zum Beispiel zu Lebzeiten immer gesagt, er fühlt sich wie ein vertrockneter Busch, und alles, was unten an frischen Trieben rauskommt, das sind halt wir, ist die Familie. Das war mal das Bild, was er gemalt hat. So, und jetzt stand also vor mir eine Blumenvase mit vertrockneten Blumen, die unten wieder grün austrieben. Und das waren für mich also so klare Kontakte und so klare Zeichen von ihm. Und natürlich Träume, Träume ohne Ende. Ich wusste im Traum immer, dass er tot ist. Wir sind im Bus zum Beispiel zusammen, wir sind zum Beispiel Bus gefahren im Traum, und ich musste aussteigen und er ist sitzen geblieben. Er hat gesagt, du weißt, ich kann hier nicht mit aussteigen. Ich fahre weiter, wir treffen uns wieder. Also solche Geschichten waren also sehr, sehr häufig dabei. Ja. Hatten Sie auch eine bewusste Kommunikation mit ihm? Ja, in einer Meditation. Also ich kann mich erinnern, ich hatte auch ich glaube nicht, dass ich geträumt habe. Also es war morgens. Ich habe die Augen noch mal zugemacht, aber ich glaube nicht, dass ich geträumt habe. Aber ich hatte das Gefühl, wir haben uns unterhalten, und ich weiß, ich habe ihm wirklich sehr existenzielle und sehr essentielle Fragen gestellt. Und er hat die mir alle beantwortet. Es sind alle Fragen beantwortet gewesen. Ich kann mich zwar heute nicht an keine einzige Frage erinnern,
Aber das Gefühl, was ich hatte danach, dachte ich, okay, es ist alles geklärt, es ist alles gut. Und das war das eine, wo eine Kommunikation stattgefunden hat und dann halt eine in der Meditation, wo halt auch nochmal ja, von ihm im Prinzip gesagt wurde, dass er im Frieden ist und dass das alles in Ordnung ist, so wie es ist. Und ja. Wurde Ihnen im Zuge dieser Nachtodkontakte auch klarer, warum er sich für den Suizid entschieden hat? Das wusste ich schon vorher. Das wusste ich schon vorher. Also das war keine Überraschung. Also dass diese ganzen Nachtodkontakte haben es mir im Prinzip leichter gemacht, einfach im Frieden zu sein mit der Situation. Und jetzt nach 6 Jahren im Prinzip sagen zu können, okay, es konnte nicht anders kommen, als wie es gekommen ist, und ich bin einverstanden damit. Es ist eine Entscheidung gewesen. Und dafür haben im Prinzip diese Nachtodkontakte waren dafür sehr hilfreich, um im Prinzip mit der Trauer umzugehen und dass die halt heilen darf. Sie hatten durch den Suizid Ihres Mannes auch Hilfe bei Jenseitsmedien gesucht. Hat Ihnen das irgendwie geholfen? Ja, sehr. Also das erste Medium wusste von mir also nur den Vornamen. Und hat also ganz klar meinen Mann beschrieben, als wenn sie also beste Freunde wären. Wirklich, ich habe da gesessen, mir ist die Kinnlade runtergefallen. Die hat so die Eigenheiten meines Mannes und seine Besonderheiten beschrieben, also als wenn sie ihn schon ewig kennt. Hat mir beschrieben, wie er sich das Leben genommen hat. Und was ganz witzig war, woran man halt auch erkennt, dass diese Jenseitsmedien halt nur durchgeben, was sie bekommen und damit überhaupt nichts anfangen können. Sie sagte mir immer wieder, sie kriegt immer wieder inoffizielle Polizei und sie wüsste damit also überhaupt nichts anzufangen. Was denn eine inoffizielle Polizei wäre? Und dann sagte ich ihr halt, dass mein Mann von einem Polizisten gefunden wurde, der nicht im Dienst war. Der war auf dem Weg zur Arbeit, also war er inoffizielle Polizei. Also hat für mich total Sinn gemacht. So, nur war aber das, wie gesagt, der Verstand fängt trotzdem an zu zweifeln. Da bin ich also noch zu einem anderen Medium gegangen. Dieses andere Medium hat mir unseren Enkelsohn beschrieben, hat mir gesagt, dass ich einen ganzen Werkzeugkeller, also einen ganzen Keller voll habe mit Werkzeugen, weil mein Mann halt Handwerker war. Dass ich sehr viele Bücher in meinem Zimmer habe und dass ich die unbedingt aufheben soll. Ich werde sie noch brauchen. Auch den Werkzeugkeller hat sie mir gesagt, soll ich nicht auflösen. Ich soll ihn behalten. Hat sich jetzt letztendlich dann bestätigt. Die Bücher, ich greife immer wieder drauf zurück. Den Werkzeugkeller nutzt der Enkel, der jetzt da inzwischen natürlich ein bisschen älter geworden ist. Und ich habe also noch 2 weitere Medien besucht, bis also wirklich in mir das so zu hundertprozentig gefestigt war, dass es so etwas wie die geistige Welt halt gibt. Und bei allen war es so, dass ich also eindeutige Beweise bekommen habe, die mir einfach Sachen beschrieben haben. Die eine hat mir gesagt, was ich in meiner Nachttischschublade drin habe. Woher soll sie es wissen? Wobei, Sie waren ja vorher schon durch dieses spirituelle Erlebnis in München überzeugt davon, dass es eine geistige Welt gibt oder eine nicht materielle. Ja, das schon, aber durch diese Einfärbung der Trauer und des Vermissens ist natürlich der Zweifler, der Verstand, der hat da immer reingefunkt. Also da war auf der einen Seite war dieses, soll ich das beschreiben, dieses, ja, irgendwie dieses Herzenswissen da, diese selbsterlebte Gewissheit, dass es da noch was gibt. Aber der Schmerz durch den Verlust, der war einfach so groß, dass der Verstand irgendwie da immer zwischengefunkt hat und ich einfach diese Beweise trotzdem noch brauchte. Dass es also wirklich unverrückbar ist, dass es halt weitergeht und dass da noch was ist. Und Sie haben dann auch ein Buch geschrieben. Worum geht es in diesem Buch und warum haben Sie das geschrieben? Also, das Buch heißt Erwachte trauern nicht anders.
Da geht es im Prinzip genau darum, was ich am Anfang ja erwähnte, das zusammenzubringen, dieses auf der einen Seite, die Seele ist unsterblich, also dieses Wissen darum, und auf der anderen Seite aber halt dieser unglaubliche Verlust, dieses unglaubliche Vermissen, dieses schmerzhafte Vermissen, wie ich das halt zusammengebracht habe. Und das ist im Prinzip in dem Buch nochmal beschrieben. Und natürlich auch nochmal die Nachtodkontakte und wie sich das halt alles so entwickelt hat. Und warum dieser Titel? Also da ist ja, glaube ich, ein Fragezeichen. Ja, genau. Da ist ein Fragezeichen, weil wir zu Lebzeiten meines Mannes, also er hat mich aufgrund dieser Erfahrung, die 93 machen durfte, hat er mich immer als Erwachte bezeichnet. Und wir haben oft im Vorfeld darüber gesprochen, also wenn man diese Erfahrung machen dürfte, die ich da machen dürfte, dann geht man ja ganz anders um mit dem Tod. Also so nach dem Motto, also wer erwacht ist, der trauert nicht, weil der weiß ja, wie es groß geschrieben sich hier verhält, so. Und deswegen der Titel, weil ich festgestellt habe, Erwachte trauern genauso wie Nicht-Erwachte. Deswegen steht auch dieses Nicht in Klammern beim Titel. Ja, und so kam der Titel eigentlich zustande. Also es ist im Prinzip ja, Frage und Aussage eigentlich gleichzeitig. Ursprünglich sollte das Buch heißen Trauern Erwachte anders. Oder Erwachte trauern anders, so. Und dann kam aber irgendwann dieses Nicht in Klammern dazu, weil es eben kein Unterschied ist. Frau Pacher, vielen Dank für diesen Bericht. Sehr gerne.